Ja, ich bin der Flo. Und ich heiße Richard. Ja, und wir sind ein kleiner Teil von Flowrack. Unser Pianist ist heute leider nicht da. Der hat auf der Uni seine Diplomprüfung im Klavier. Aber sonst sind wir schon eigentlich meistens zu dritt. Der kommt von meinem YouTube-Kanal, den ich mit 12 gegründet habe im Großen und Ganzen und den wir dann einfach nicht verändert haben, weil wir mit YouTube begonnen haben und das hat sich dann etabliert und jetzt heißt man noch immer so. Ich heiße Florian Ragendorfer, Flowrack, ja, das fand ich mit 12 ziemlich cool und ich finde es noch immer cool, also, ja, genau. Den C? Ja, die Künstler, also die Variation von Künstlern, dass so viele verschiedene aus verschiedenen Sparten dabei sind, finde ich cool. Unterhosen? Unterwäsche. Sind wichtig? Meistens, ja. Eigentlich, und ja. Und der Rest ist einfach... Ja. Also wenn man die Glücksunterhose anhat, dann ist der Rest eigentlich egal. Ja. Ja, die Glücksunterhose, das war ja ganz klar. Und verschiedenfärbige Socken sind auch cool. Ja. Ja. Auch meistens, ein T-Shirt wäre ganz gut meistens anzuhaben. Also muss jetzt, kommt natürlich auf den Körperbau des Mannes an und ob er sich sehen lassen möchte in der Öffentlichkeit und ob er gut trainiert ist oder nicht. Ja, höchstwahrscheinlich auch Unterwäsche. Ich glaube, wir bleiben bei der Unterwäsche. Das ist so das Must-Have-Kleidungsstück für jeden. Must-Have? Ja, Must-Have, ja. Unterwäsche. Ein Tipp für alle Mädels, was kommt bei Männern gut an? Ja, wenn sie sich nicht verstellen, glaube ich. So, wenn es nicht aufgesetzt ist. Das ist, glaube ich, also finde ich zumindest. Weiß nicht, Richard, was sagst du? Ich dachte, es geht um Kleidungsstücke. Ach so, okay. Na, wegen den tollen Künstlern und wegen dem schönen Wörthersee, würde ich jetzt sagen. Viel Spaß. Ja, Spaß gibt's auch, ganz sicher, ja. Kommt zum Wörthersee, zur Starnacht. Ich weiß nicht mal, ob es noch Tickets gibt, aber wenn es noch welche gibt, dann holt sie euch, weil das wird sicher ein echt cooler Abend. Und generell einfach eine gute Veranstaltung.